Auf einer Wiese kauert ein Paar in karierten Hemden hinter einer Bank. Der Mann sieht durch ein Fernglas. Der Streifenwagen hält hinter dem Paar. Bayerische Berge. So viel Wandern, Ruhe, Frieden. Super Idee. Ich wäre sowieso lieber auf Mallorca. Die kann man es auch nicht recht machen. Hubbel und Staller steigen aus. Was haben wir jetzt für ein Problem? Er ist hier in der Grube. Auf der Bank ist eine Brotzeit ausgebreitet. So, grüß Gott. Habt ihr Polizei gerufen? Ja, mein Mann. Aha. Warum? Da, schauen Sie mal. Er deutet zu einem etwas entfernt liegenden Waldrand. Staller sieht durch das Fernglas. Auf einem Hochstand am Waldrand sitzt ein Mann mit Mütze. Ach du Scheiße, der zielt auf uns. Das geht schon seit einer Stunde so. Staller reicht Hubert das Fernglas und zückt seine Waffe. Naja, das ist ein Jäger. Ja, aber mit Gewehr im Anschlag. Ja, manche Jäger haben ein Gewehr dabei. Er legt das Fernglas auf die Bank. Die Beamten gehen über die Wiese in Richtung des Hochstands. Hubert stapft voraus. Staller, er hält seine Waffe mit beiden Händen nach oben gerichtet, bleibt dicht hinter dem Kollegen und lugt vorsichtig über dessen Schulter. Von der Seite kommend erreichen die beiden den Hochstand. Hubert steigt die Leiter hinauf und erreicht den Jäger. Der verharrt reglos mit dem Gewehr im Anschlag. Hubert stupst ihn an. Der Mann stürzt in die Tiefe. Halt, Polizei! Keine Bewegung! Haben Sie. Er hält das Gewehr und deutet nach unten. Stirnrunzelnd nähert sich Staller dem Jäger, der reglos und mit offenen Augen im Gras am Boden liegt. Hinter dem Starnberger See erheben sich die gezackten Gipfel der Alpen. Hubert und Staller. Mit Christian Tramitz als Franz Hubert, dunkelblond, blaue Augen, stets braun gebrannt. Helmfried von Lüttichau als Johannes Staller, groß, schlaksig, dunkles Haar, große Nase, breiter Mund. Michael Brandner als Polizeirat Raimund Girwitz, korpulent, graumeliertes, zurückgekämmtes Haar. Susu Padotzke als Rechtsmedizinerin Dr. Caroline Fuchs, schlank und brünett mit Pferdeschwanz. Hörfilmproduktion Bayerischer Rundfunk, Text Jan Potthast. Redaktion Bernd Benecke und Elmar Dosch. Tonmischung Florian Mayhöfer, Sprecher Florian Schwarz. Weitgerecht. Am Hochstand untersucht Fuchs den Toten mit einer Lupe. Und? Staller setzt sich auf den Spurensicherungskoffer. Kann man schon was sagen? Also das beherzte Eingreifen Ihres lieben Kollegen hat jetzt meine Arbeit nicht gerade erleichtert. Jede Menge frische Hämatome. Sagen Sie, machen Sie das immer so? Ja, auf tote Jäger am Hochstand, da sind wir nicht so geübt. Gibt's eine Spur? Sie meinen, wer es war? Ja, dann darf man gleich verhaften. Herr Staller. Ich weiß schon. Also vermutlich war die Todesursache ein Schlag mit einem stumpfen Gegenstand. Hier, an der Schläfe. Keine äußeren Blutungen. Der Körpertemperatur nach dürfte der Todeseintritt vergangene Nacht gewesen sein. Und der hatte wirklich das Gewehr im Anschlag, ja? Ja, deswegen sind wir ja hier. Dann gehe ich davon aus, dass da wohl noch jemand Hand angelegt haben muss. Postmortem. Dass ihn einer so hintrapiert hat? Ja. Mhm. Also schon Mord, oder? Staller. Ich weiß schon. Er zückt sein Handy. Hupsi? Sag mal, Hansi, was macht sie eigentlich da hinten? Gemeinsamer Arbeitsplatz, da kommt sie halt mal ein bisschen näher. Hoppala. Nein, nix hoppala. Auf der Wiese entdeckt Hubert einen toten Hasen. Jetzt meine, hab ich eine Leiche gefunden. Was? Mit langen Ohren. Lange Ohren? Ja, der tote Jäger hat offenbar vorher noch einen Hasen geschossen. Hansi, du müsstest jetzt das ganze Feld absuchen. Wie bitte? Feld absuchen. Mit Handy stapft Staller durchs hohe Gras. Hupsi, für so ein Feld, da nimmt man normal eine Hundertschaft. Ja, Hansi, wir haben leider keine Hundertschaft. Das ist ja mindestens ein Hektar. Wie viel ist denn überhaupt ein Hektar? Was weiß denn ich? 100 Quadratkilometer. Okay, das wäre ja Saarland. Ja, hier schaut's auch aus wie im Saarland. Staller hält inne. Ja, was tust denn du da? Hallo. Hallo, Sie haben was für mich? Ja, ja, ist kein schöner Augenblick. Danke, ich bin einiges gewohnt. Sie sind da jetzt aber nicht gerade draufgetreten? Ich? Na. Den müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, weil der kann tatrelevant sein. Aha. Und was möchten Sie da genau von mir wissen? Todesursache, Todeszeitpunkt. Upsi. Er hält einen Hasen im Arm. Was ist das? Lebt der noch? Ja, der war da hinten festgebunden. Das wird ja mal abenteuerlicher. Drei Käfige brauchen wir. Wieso drei? Ja, weil da noch zwei festgebunden sind. Hasen. Ja, was sonst? Liebevoll streichelt er das Tier.
Vor der Bäckerei Rattlinger parkt der Streifenwagen mit drei Transportkäfigen auf dem Dach. Barbara kommt. Die Käfige sind mit Tüchern abgedeckt. Also, das gibt's. Wer ist denn da? Hier ist ein süßer Balkon, ihr Schatzili. Und da. Also, was haben die diese bösen, bösen Männer mit euch gemacht? Hm? In der Bäckerei. Wir haben 6 anbundene Hasen, 3 tote, 3 lebendige. Und 2 tote, nicht angebundene Hasen und der Totenjäger. Ebenfalls nicht angebunden. Was macht's denn hier? Wisst ihr Textaufgaben oder Kreuzworträtsel? Sind die für mich? Wer? Ja, die Hasen da bei euch auf dem Dach um. Nein, nein, die sind bei uns in Untersuchungshaft. Was haben sie gemacht? Im Wald randaliert? Krieg ich einen. Wozu? Die hab ich doch als Kind schon so gern mit. Ach, in die Sommerferien bei der Oma. Das ist mir serviert mit Kirschsauce und Kartoffelgratin. Sie schließt die Augen, legt den Kopf schief und beißt sich auf die Unterlippe. Der Streifenwagen hält vor dem Revier. Hubert steigt aus und wirft seine Dienstjacke auf die Motorhaube. Mit Sonnenbrille kommt Girwitz aus dem Revier. Hubert löst einen Dachgurt. Was wird das? Die kommen in Untersuchungshaft wegen Verdunklungsgefahr. Sehr witzig, Hubert. Aber wenn Sie die Hasen da jetzt reinschaffen wollen, kann ich Ihnen sagen, vergessen Sie es. Mit Wildtieren kenne ich mich aus, die darf man nicht in Gefangenschaft halten. Das ist verboten, gesetzlich. Ja. Nee? Deswegen haben wir es ja mitgenommen, weil die da draußen jemand festgebunden hat. Das müssen wir jetzt aufklären. Ja, wir müssen die aufpäppeln, sonst geht's denen wie dem Jäger. Wie, welchem Jäger? Da war noch ein toter Jäger dabei. Schön, dass ich das auch mal erfahre. Das sind ja potenzielle Spurenträger. Entschuldigung. Fell, Magen? Das muss untersucht werden von der Frau Dr. Fuchs. Ja, wird doch nicht leben. Meine, allein schon wegen dem Magen, den muss man ja. Nah beim Chef? Natürlich. Vorher betäuben. Lupft Staller das Tuch eines Käfigs. Ja. Gut, aber das darf niemand erfahren, Hubert. Schon niemand. Nicht? Schon gar nicht, die Hansen. Sonst weiß es jeder. Die Frau Hansen, die. Die erfahrt nichts. Warum soll die Hansen was erfahren? Ja, richtig. Ich wollte es so gesagt haben. Girwitz geht zurück ins Revier. Hubert und Staller folgen ihm mit den Käfigen. Im Vorraum arbeitet Lena am Computer. Sie trägt ihr lockiges Haar zu einem Dutt gebunden. Hubert kommt und nimmt einen Flachmann von ihrem Tisch. Der ist vom Staller. Hä? Flachsbichler. Der wurde bei der Leiche gefunden. Ja, das war das Einzige, was der Tote dabei gehabt hat. Da. Ja. Ist er gut, Hans? Hier. Maximilian Flachsbichler, 63 Jahre alt, wohnhaft in der Kreuzelgasse 5. Ansonsten ist da niemand gemeldet. Ich druck's euch mal aus. Mit Käfig? Wieso steht da Riedel drauf? Weil du da einziehen sollst. Was? Riedel, das da drin, das nennt man Hasen. Die brauchen einen Stall. Und den sollst du jetzt bauen, das weißt du. Was, ich? Einen Stall? Ja, und Futter brauchen die auch. Aber nicht zu viel, sonst werden sie zu fett, dann kann man es nicht mehr essen. Der Hupsi. Ja, jetzt schauen wir mal zu unserem toten Jäger. Neben einer Einfahrt parkt ein stark verdreckter SUV. Davor besprüht ein grauhaariger, Anfang 60, mit einer Rückenspritze grün bewachsene Stellen auf dem Boden. Der Streifenwagen fährt an dem Mann vorbei und hält. Die Ermittler steigen aus. Sind Sie mit dem Auto bei Paris der Car mitgefahren? Der Grauhaarige hält kurz inne und grinst. Hubert und Staller gehen die Einfahrt hinunter zu einem Wohnhaus. Das hat grüne Fensterläden und ein kleines, efeu-umranktes Portal. Staller steigt 4 Stufen zur Eingangstür hinauf und drückt auf die Klingel. Er lugt durch ein Türfenster, dann nimmt er den Türklopfer. Hinter einer Hecke nähert sich der Grauhaarige. Hubert zieht zu ihm. Schöne Blattläuse, gell? Aber müssen Sie aufpassen mit dem Gift, da gingen die ganzen Bienen kaputt. Was? Obwohl, die sterben sowieso im Winter an der Vareo-Milbe. Es geht um den Herrn Flachsby, also um Nachbarn. Wohnt er da mit Familie oder allein? Außer ihm wohnt da niemand mehr. Die Frau ist schon lang tot. Und der Sohn, der ist in Kanada. Ja, aber eine Freundin würde er doch haben. Der Grauhaarige schüttelt den Kopf. Also keine Angehörigen. Wie heißen Sie? Sonninger. Herr Sonninger, wir haben Ihnen eine traurige Mitteilung zu machen.
Ihr werter Nachbar, der Herr Flachsbichler, weilt leider nicht mehr unter den Lebenden. Die Ermittler senken den Blick. Aha. Sonninger betätigt den Pumphebel seiner Spritze. Tja, hab leider noch was zu tun. Gut, das hat mich jetzt nicht sonderlich beeindruckt. Du, mich würde es auch nicht beeindrucken, wenn mein Nachbar nicht mehr da ist. Die Beamten lehnen am grün-weißen Audi. Ein hellgrüner Kleinwagen hält neben dem SUV. Eine brünette Frau um die 30 steigt vom Beifahrersitz. In ihrer Handtasche sind Papiere. An den Ermittlern vorbei geht sie zum Haus. Staller grinst. Upsi, das ist ein Hübsche. Ja, hat auch einen hübschen Freund dabei. Ja, der passt auf. Das würde ich auch an seiner Stelle. Die Polizisten folgen der Frau. Auch der Fahrer steigt aus. Die Frau zieht einen Klemmhefter mit den Papieren aus der Handtasche. Macht keiner auf? Sie runzelt die Stirn. Was hätten Sie gewollt vom Herrn Flachsbichler? Ich bin verabredet mit ihm. Warum? Ja, beruflich oder privat? Beruflich selbstverständlich. Ich bin Dolmetscherin. Ja, und was dolmetschen Sie da? Hubert zieht ihr den Klemmhefter aus den Händen. Was ich sagen darf, ist vielleicht vertraulich. Für uns darf es alles sagen. Wir sind von Haus aus verschwiegen. Geht um Vertrag. Für Grundstück von Herrn Flachsbichler. Landsleute von mir, sagt man so, Landsleute? Landsleute, sagt man, ja. Gute Leute wollen kaufen Grundstück, um zu errichten einen Club. Für Jagd und Wellness, wenn ich richtig verstanden habe. Na, an Starnberger See, mit Landeplatz für Heli. Wie habe ich schon gesagt, gute Leute. Jagd und Wellness. Wie soll ich übersetzen? Nein, das habe ich schon verstanden, Jagd und Wellness. Nein, ich meine, ich soll übersetzen. Den Vertrag, Vorvertrag. Wo sind Sie her? Russland. Ah, Tundra, Taiga. Ja, sind Sie befreundet mit denen? Nein, das geht über eine Agentur. Ich bin Studentin. Oh Gott sei Dank, ich komme nicht aus mit dem Handy, macht das einmal. Staller knipst den Vertrag. Wollen Sie ein Selfie? Spinnst du? Ja, die Russen, die wollen alle ein Selfie. Ja, weil die da recht lachen wegen der deutschen Staatsmacht. Er rückt nah an die Russin. Der Herr Flachsbichler, glaube ich, macht nicht mehr auf, weil der ist tot. Das Lächeln der Russin verschwindet. Auf dem Parkplatz vor dem Revier schlägt Riedl mit einem Hammer auf einen Nagel ein, der in einer Lattenholzkonstruktion steckt. Er presst die Lippen zusammen und richtet den Nagel aus. Der Nagel hat die Latte durchbohrt. Scheiße. Er legt den Hammer weg und haut mit der flachen Hand auf die Konstruktion. Der Chef kommt dazu. Riedl? Was wird das? Stall? Der Chef schließt die Augen. Sind die alle verrückt geworden? Habe ich mich etwa unklar ausgedrückt, als ich gesagt habe, dass das mit den Tieren keiner mitkriegen darf? Nein. Aber der Kollege Staller hat gesagt, dass... Nee, Sie verlegen das augenblicklich nach innen. Wie sieht das überhaupt aus? Ja, ich habe gerade erst angefangen. Wissen Sie was, Riedl? Beseitigen Sie das. Sofort. Und dann suchen Sie drinnen einen Raum, der groß genug ist, dass die Tiere Auslauf haben. Und ganz wichtig, ein Versteck. Das brauchen die Hasen für ihre Nerven. Sie machen das, Riedl. Jawohl. Ja. Der Polizeirat geht wieder ins Revier. Riedl wirft den Hammer hin und tritt gegen seine Konstruktion. Im Streifenwagen. Du kannst doch nicht mit dir ein Selfie machen und dann die Todesnachricht überbringen. Du hast dir doch das gesagt. Dann war die ganze Stimmung versaut. Hubert kratzt sich an der Stirn. Es ist alles irgendwie komisch. Hubschrauber, Landeplatz, obwohl... Na ja, die müssen die ganzen Frauen einfliegen. Also in deinem Kopf existiert nichts mehr als wie russische Frauen, oder? Wir sollten heute mal einen Termin machen im Landratsamt. Vielleicht wissen die was. Ich schenk dir jetzt so eine Puppe. Was für eine Puppe? Ja, so eine russische, die man aufschraubt und die Frauen immer kleiner werden. In der Rechtsmedizin zeigt Fuchs den Beamten Klarsichttütchen. Kondomhülle leer, vermutlich mehrere Wochen alt. Ein Kugelschreiber. Patronenhülsen, eine Schraube 6 mm verrostet, ein halbes Herz am Lederband, wie lange das schon lag, ist schwer zu sagen. Ein 50-Pfennig-Stück, ein Feuerzeug leer,
Eine Bierdose leer, ein Kondom, ohne Hülle, unbenutzt. Ist ja ganz schön was los an so einem Hochstand. Unbenutzt, Hans. Ja, und was die Tat betrifft, ist natürlich das Obduktionsergebnis der Leiche etwas konkreter. Es dürfte sich genau um einen Schlag gehandelt haben an die Schläfe, das hat schon gereicht. Höchstwahrscheinlich mit einem Gewehrkolben. Todeseintritt zwischen 0 und 1 Uhr nachts. Geisterstunde und ist ja nur bei Vollmond. Wahrscheinlich ein Werwolf. Es gibt übrigens noch eine ganz neue interessante Information. Halt, stopp, lassen Sie es, wir können es uns ja vorstellen. Gut, also die Tiere wurden alle 5 mit Kugeln erlegt. Ja, und? Ja, das erklärt Ihnen ein Mann vom Fach. Im Revier zeigt der Chef den Ermittlern eine Patrone. Meine Herren, damit sind unsere Hasen erlegt worden. Ja, mit der Hand kann man es wahrscheinlich schwer fangen. Ja, aber doch nicht mit Patronen. Staller nimmt ein Fell. Gott sei Dank, ist das ein Hase von uns? Nein, nein, das ist ein Erbstück. Mein Vater war Jäger, nicht? Und was für einer. Das geht am Sohn nicht spurlos vorüber. Jetzt passen wir auf. Diese Löcher hier, nicht? Sind Löcher von Schrot. Damit werden Hasen erlegt, waldgerecht. Die bleiben im Fell stecken und verletzen die Organe nicht. Das ist gut für den Braten. Hubert nimmt ein Glas mit Schrotkugeln. Daran stirbt dann der Hase, an so einem kleinen Kugel. Am Schreck, wenn Sie so wollen. Schocktod, nicht? Lähmung des zentralen Nervensystems. Ja, also dafür müssen mindestens 7 von diesen Kügelchen treffen. Logisch, sonst ist der Schock zu klein. Jedenfalls, Patronen wie diese hier, das ist legal. Aber das macht man nicht. Das ist nicht weitgerecht als Jäger. Da ist was faul. Ja, den Eindruck haben wir auch. Wollen Sie, wir müssen noch... Wohin? Heiße Spur. Landratsamt. Ja. Barbaren. Er blickt auf die Patrone. Riedel schleppt einen Strohballen ins Revier herein. Ah, wo würdet ihr denn den Hasenstall hinbauen? Das ist irgendwo, wo Platz ist. Sperr's einfach deinen Kaffeeautomaten rein. Was? Den Kaffeesaft eh keiner. Entgeistert schaut Riedel den Kollegen nach. Dann geht er in den Vorraum und legt den Ballen vor Lena auf den Tisch. Sie sieht erst aufs Stroh, dann zu Riedel. Was wird das? Gute Frage. Lena hebt die Brauen. Ja, der ist für die Hasen. Zum Fressen? Nein, zum Verstecken. Also die sollen sich dahinter verstecken, irgendwie. Aha, und wo soll der hin, dass die sich dann dahinter verstecken können irgendwie? Ja, keine Ahnung. Na, hast du mal den Chef gefragt oder die beiden Kollegen? Ja, klar. Aber wenn es nach Hubert und Staller ging, wären die Hasen jetzt im Kaffeeautomaten und der Chef hat nur gesagt, Riedel, Sie machen das. Der ist doch cool. Der glaubt an dich. Mhm. Riedel, du machst das. Witzig. Sie legt den Kopf schief. Ich glaube, ich habe eine Idee, was wir mit den komischen Ballen machen können. Zweifelnd blickt Riedel zur Kollegin. Die steht auf und klopft ihm an die Schulter. In der Wolfratshauser Innenstadt hält der Streifenwagen vor einem Portal. Darauf steht Rathaus. Der Kürbitz, der spinnt doch. Den ganzen Schmarrn, den hätte er uns am Telefon erzählen können. Aber, sagt der Ortsjäger, wir sind alle verrückt. Im Rathaus. Ich glaube, dass der Kürbitz sehr unter seinem Vater gelitten hat. Ja, für irgendeinen Grund muss es geben, dass er ist, wie er ist. Aus einem Raum eilt der Fahrer des Kleinwagens an den Beamten vorbei. Er ist Ende 20 und hat braune Haare. War das nicht der Chauffeur von deiner russischen Freundin? Warum grüßt er nicht? Ich weiß es nicht, vielleicht mag er keine Uniform. Die Ermittler gehen in den Raum. Scott, der Typ da, der da gerade raus ist, was hat denn der gewollt? Ja, grüß Gott. Nehmen Sie ruhig Platz. Der Naturschützer. Nicht der Einzige hier, aber einer von den Schlimmsten. Es ging mal wieder um den Wiesenpieper. Wiesenpieper? Wie heißt der mit Vorname? Nein, das ist ein Vogel. Schaut aus wie ein Spatz. Ja, danke, Hans. Ja, ist doch gut, wenn sich einer um bedrohte Spatzen kümmert. Ja, Hans. Aber deswegen sind Sie doch nicht hier, oder? Ach so, was kann ich denn für die Kollegen tun, mal wieder ohne Termin? Ja, es geht um das Grundstück da. Wir müssten schauen, ob es da einen Bauantrag gibt. Er reicht ihm sein Handy. Mhm. Ah ja, ich weiß, wo das ist. Schönes Grundstück, ein paar Millionen schwer. Erstaunlicherweise wurde da nie was beantragt. Gehört einem gewissen Walter Sunninger. Ja, Flachsbichler heißt der. Sunninger, das ist der Nachbar. Ich schaue gerne noch mal im Register nach.
Da haben wir es schon. Kreuzelgasse. Eigentümer ist ein gewisser Soninger Walter. Und was da steht, das gilt. Das ist ja komisch. Ein Grundstück verkaufen, wo es einem keiner gehört. Er sieht auf den Monitor des Beamten. In einer Ecke des Verhörraums sitzt Riedel mit einer Karotte auf einem Strohballen. Auf anderen Ballen neben ihm tummeln sich die Hasen. Lena teilt mit Aktenordnern die Ecke zum Zimmer hin ab. Glaubst du wirklich, dass das eine gute Idee ist? Na, ist auf jeden Fall besser als der Kaffeeautomat. Und den Raum hier braucht doch jetzt eh gerade keiner. Können Sie sich schön austoben. Hm. Siehst du? Ist doch fast wie in Freiwildbahn. Ja. Wäre mir am liebsten selber gleich ein Hase. Sie sitzt neben ihm. Bei dem Anblick. Riedel sieht Lena in die Augen. Ich meine, sieht sehr gemütlich aus. Sie lockt einen Hasen mit einer Karotte. Riedel beißt in seine, verzieht angeekelt den Mund und holt das abgebissene Stück wieder heraus. Der Streifenwagen hält den Flachsbichlers Einfahrt neben dem SUV. Die Ermittler steigen aus. Schau, jetzt blitzt er wieder. Die Dreckspritzer auf dem SUV sind verschwunden. Die Beamten folgen Sonninger in seine Eingangshalle. Was ist jetzt an meinem Grundstück so interessant? Ich tue der Nachbar, der ist interessant. Der stand in Verhandlung mit ein paar Russen und da ging's um ihr Grundstück. Was denn für Russen? Ja, wir haben uns auch gewundert. Hubert am Handy. Hallo? Schön. Ja? Ihr Nachbar war, so wie es ausschaut, auf der Jagd gestern, auf die Nacht. Macht ihr das öfter? Ist Ihnen da was bekannt? Ich weiß, dass er Jäger ist. Und wenn Sie sagen, dass er auf der Jagd war, dann wird das wohl so sein. Gestern. Sagen Sie mal, Entschuldigung, ist das Ihr Gewehr? Ja. Das gehört noch mal in den Waffenschrank. Haben Sie einen Waffenschrank? Freilich. Können wir den noch mal sehen? Sonninger deutet mit dem Kopf zu einer Tür. Mit dem Gewehr folgt Hubert ihm aus dem Raum. Staller beult einen Hut aus, den Hubert während des Telefonats auf einem Sessel platt gesessen hat. In der Stube nimmt Hubert zwei weitere Gewehre aus einem grünen Metallschrank. Ui, da scheint aber jägerisch einer sehr aktiv zu sein. Wann haben Sie sowas das letzte Mal benutzt? Keine Ahnung, das ist schon eine Zeit lang her. Nicht zufällig gestern Nacht zusammen mit Ihrem Nachbarn? Die Hasen sind mit verschiedener Munition erschossen worden, sagt unsere Pathologin. Liegt die Vermutung nahe, dass es vielleicht auch zwei verschiedene Jäger waren? Sonninger hat die Arme vor der Brust verschränkt. Herr Sonninger, wir können den ganzen Schmarrn da konfiszieren. Wir haben hochbezahlte Fachleute, die finden auf jeden Fall was raus. Aber interessiert uns nicht. Der Waffenschrank interessiert uns auch nicht. Uns interessiert, wo Sie gestern auf die Nacht waren. Upsi. Das Auto da draußen, was jetzt so sauber ist, vielleicht hat er das bei der Gelegenheit benutzt. Ja, das wäre möglich. Ja. Ich geb's zu, ich war bei dieser Jagd dabei. Aber ich habe nichts damit zu tun, dass dieser Mistkerl jetzt tot ist. Das ist schwierig. Und sonst weiß ich von nichts. Und mehr sage ich jetzt auch nicht. Herr Sonninger, es gibt eine schlechte Nachricht. Wir haben Zeugen vom Tatort. Was haben wir? Wären Sie vielleicht mit einer Gegenüberstellung einverstanden auf dem Revier? Sonninger sitzt im Verhörraum. Er hat eine Stirnglatze und einen kurzen grauen Vollbart. Über einem karierten Hemd trägt er eine grüne Weste. Ihm gegenüber hockt ein Hase in einem geöffneten Transportkäfig und leckt sich über die Schnauze. Sonninger sieht auf die Uhr, dann fährt er sich mit den Händen übers Gesicht. Hubert und Staller beobachten ihn aus dem Dienstzimmer. Wie lange sollen wir jetzt noch warten? Der schmilzt das gleich wie ein Stück Butter in der Sonne. Der Hass? Es kann singen, wie der redet. Außerdem hat das einen erzieherischen Wert. Wieso? Der Täter soll seinem Opfer mal direkt ins Auge schauen, face to face. Du spinnst, Hans. Der Hase in der Box schnuppert. Sonninger sieht kurz über seine Schulter zum Beobachtungsfenster. Kann vielleicht mal jemand mit mir reden? Siehst du's? Die Beamten verlassen das Dienstzimmer. In der Ecke des Verhörraums macht ein Hase Männchen. So, haben Sie jetzt doch Ihr Mitgefühl entdeckt. Was soll denn das hier eigentlich? Herr Sonninger, die drei Hasen, die da rumhoppeln, die sind unsere Zeugen vom Tatort. Die haben einen Schussdistanz vorm Hochstand gefunden, auf dem Acker festgebunden. Jetzt sagen Sie mir doch einmal, bitte schön, was schießen denn Sie mit Ihren Nachbarn auf festgebundene Hasen? Und zwar mit Kugeln. Ja, mit Weitgericht hat das nämlich gar nichts zu tun. Das ist Tierquälerei. Festgebunden? Kommen Sie denn da drauf? Hubert wirft ihm eine Seilrolle hin.
Sonninger nimmt sie. Diese Drecksau. Was heißt Drecksau? Wo genau waren denn die festgebunden? Jetzt stehen Sie noch nicht so an, Sie waren in der Nacht am Tatort. Sagen Sie einfach, was los war. Oder haben Sie was zu verbergen? Sonninger sieht von einem Beamten zum anderen. Und ich bin schon einen Kaffee haben. Ja, du weißt du wieder weg. Staller schiebt Sonninger einen Becher und Süßstoff hin. Danke. Er nimmt den Süßstoff. Es hat eine Wette gegeben zwischen dem Flachsbichler und mir und der Jägern. Ich bin stark verschuldet, darum wollte ich auch nichts sagen. Wenn mir vorstellt, dass das im Dorf rumgeht. Kurz senkt er den Blick. Können Sie mir versprechen, dass das unter uns bleibt? Nein. Sonninger presst die Lippen zusammen. Also gut. Der Flachsbichler hat es schon seit langem auf mein Grundstück abgesehen. Genauer gesagt auf die südliche Hälfte, aber ich wollte nicht verkaufen, weil naja, dieser Grund war schon immer der ganze Stolz meiner Familie. Ja. Und da ist er mit der Wette dahergekommen. Wer von uns beiden der bessere Schütze ist? Das ist ja ein Witz. Weil dass ich der bessere Schütze bin, das weiß jeder weit und breit. Aber er hat gesagt, wenn du gewinnst, dann bezahle ich deine Hypothek, ohne dass irgendjemand was davon mitkriegt. Aha. Oh, wenn er gewinnt, dann gehört er ihm das wunderschöne Grundstück. Ja. Wer mehr Hasen erwischt? Nachts bei Vollmond, vom Hochstand aus. Wie soll denn das gehen, wenn zwei auf denselben Hasen schießen zur gleichen Zeit? Wir haben das Feld aufgeteilt. Zwei Hochstände und jeder darf nur auf die Hasen in seinem Feld schießen. Darum habe ich ja auch gefragt, wo genau die Hasen festgebunden waren. Das verstehe ich nicht. Dann müssen wir uns anschauen. Die Männer tragen die Käfige in den Gang. Gierwitz kommt mit einem Bund Karotten. Was soll es werden? Wir stellen einen Tathergang nach. Wie mit den Hasen? Ja, das Ganze muss ja realistisch sein. Das ist mir wurscht, die Hasen bleiben hier, wenn das jemand mitkriegt. Ja, aber ohne Hasen geht's nicht. Dann denken Sie sich was aus. Er geht. Hubert sieht zu Staller und zieht kurz die Brauen hoch. Auf der Wiese steht Riedel mit Handy am Ohr. Upsi? Ja. Ah. Du, ich hab jetzt immer noch nicht verstanden, was ich machen soll. Ja, du bist unser Hase, Riedel. Das ist eine ganz wichtige Funktion. Aber jetzt brauchen wir dich erst einmal als Markierung. Ja, und wo genau soll ich da hin? Das sag ich dir dann gleich. Ja, okay. Sonninger bei Hubert auf der Wiese. Der Teil, bei dem Hochstand, wo der Flache, also wo sie den Flachsbichler vermutlich gefunden haben, das war seiner. Und der andere Teil, das war da hinten bei dem Hochstand, da bin ich gesessen. Aha. Und da haben wir die angehängten Hasen gefunden. Riedel rudert mit den Armen. Wo soll ich denn jetzt hin? Au, der Kollege weiß nicht, wo die Grenze ist. Ja, weiter links. Riedel, du musst ein bisschen weiter nach links. Riedel geht nach links. Nein, anders links, oder? Riedel deutet nach rechts. Genau. Und stapft los. Ein bisschen zurück. Zurück. Riedel tapst rückwärts. Sonninger nickt. Passt? Ja. Stopp! Passt! Riedel bleibt stehen. So, weiter? Naja, wir sind dann auf die Hochstände rauf und haben uns auf die Lauer gelegt und haben geschaut, was passiert. Die ersten zwei Hasen in meiner Hälfte, die habe ich perfekt erwischt. Aber dann bin ich irgendwann nervös geworden, weil es ist ja quasi nichts mehr gekommen. Die ganze Wiese war wie abgeerntet. Hallo! Was soll ich jetzt machen? Okay, Hansi, kümmert du dich mal um den Riedel jetzt. Was ist denn? Leg dich einfach flach hin, wie ein Has. Was hier jetzt? Ja, wo sonst? Bäuchlings legt sich Riedel ins Gras. Ich bin so blöd. Jedes Mal derselbe Scheißtrick. Normalerweise schießt man ja mit Schrot und nicht mit Kugeln, oder? Mit Schrot, da trifft ja jeder. Das ist ja quasi wie ein Glücksspiel, auf welcher Hälfte halt die meisten Hasen sind. Aber wenn man mit Kugeln schießt, dann muss man was können, dass man trifft. Da gewinnt dann der bessere Schütze, also ich normalerweise. Ja, das haben sie jetzt mehrfach betont. Ja, aber deshalb hat er doch die Wette angenommen. Ich weiß es, Hans. Schießen Sie mal. Spinnst du? Hubert gibt Sonninger seine Waffe. Der schaut verdutzt. Schießen Sie mal auf die Dosen da. Auf einigen Weidezaunpfosten stehen Konservendosen. Sonninger hebt die Waffe mit dem rechten Arm. Habt ihr den kompletten Arsch offen? Respekt.
Hätte ich auch gewettet. Trotzdem ist er vorangelegen. 3-2. Weil er seine Hasen festgebunden hat, diese Drecksau. Er zielt erneut. Hubert legt ihm Handschellen an. Flank, sie sind verhaftet. Ab geht's. Den Riedel haben wir vergessen. Staller dreht sich um. Riedel! Merci! Du warst der super Has! Wir sehen uns am Revier! Ich spitz hier jetzt! Er nimmt seine Dienstmütze ab, rappelt sich hoch und marschiert in eine andere Richtung als die Kollegen. Im Verhörraum zeigt Sonninger die Handschellen. Du willst mir die wenigstens da herin runtermachen? Ich hab doch wirklich nichts getan, außer zwei Hasen erschießen. Ja, aber bei Gott nicht weit gerecht, nicht? Sie waren dabei, ihre Wette zu verlieren und damit ihr Grundstück. Ja, dann sind sie vom Hochstand runter zum Flachsbichel hinauf und haben ihm quasi einen Besuch abgestattet. Da hat er sich selber erschlagen und sich dann ganz schnell nur so hinguckt. Das weiß ich doch nicht. Die drei Beamten stehen auf und drehen Sonninger den Rücken zu. Die Sache ist doch sonnenklar. Nee, man kann es das Leben auch schwer machen. Was soll das heißen? Ein Geständnis ist eine schöne Sache. Nee, aber wenn er nicht anders will, dann übergebe ich ihn dem Staatsanwalt auch ohne Geständnis. Ja, und wenn es nicht war, dann freue ich mich schon, wenn er nach 10 Jahren aus dem Gefängnis kommt, weil wie er schießen kann, das haben wir ja gesehen. Ich kann für jedes Wort, das Sie reden, hören. Verwundert blicken die Polizisten kurz zu ihm. Na gut, ich gebe Ihnen 24 Stunden, aber dann übergebe ich ihn dem Staatsanwalt, mit oder ohne Geständnis, klar. Staller nickt. Der Polizeirat und die Ermittler drehen sich um und setzen sich wieder. Die Sonne steht tief über dunstigen Hügeln. Im Dienstzimmer. Staller mit Handy sitzt Hubert gegenüber. Also vom Bauchgefühl her, man weiß nicht. Es ist aber ein bisschen sehr dünn. Ja, wegen so einer blöden Wette, da schlagt man doch niemanden. Außerdem hätte er den nie liegen lassen, den hätte er mitgenommen. Hat er aber nicht gemacht. Abgehauen ist er. In Panik mit dem Auto durch den Batz. Das hat man ja gesehen. Aha, warum hat er das gemacht? Keine 200 Meter neben ihm ist wer erschlagen worden. Und da hat er Angst gehabt. Im Dunkeln. Vor einem bösen Wolf. Was tust denn du mit meinem Handy? Er nimmt es. Wittloschern. Hubert vergrößert die Russin auf dem Selfie. Ah, gefällt's dir jetzt doch? Frag einmal die Lena, ob's noch die Kiste hat mit den Fundstücken. Was? Vom Tatort. Auf dem Selfie trägt die Russin ein silbernes Armband mit halbem Herz. Im Vorraum zeigt Hubert Lena das Tütchen mit einem halben Herz am Lederband. So, Lena. Fällt dir da was auf? Lena vergleicht die beiden Anhänger. Das ist das Gleiche. Super. Sag mal, diese Katja, die hat uns doch ihre Handynummer gegeben. Nein, nein, falsch. Mir hat die ihre Nummer gegeben. Ja, und genau aus dem Grund rufst du sie jetzt an und machst ein Rendezvous mit ihr aus. Ihr habt die Ermittlungsmethoden. Hubert steckt sein Handy ein. Staller zieht seines heraus, tippt darauf und hält es ans Ohr. Er grinst. Katja? Grüß Gott, Johannes Staller hier. Die Ermittler sitzen auf der Terrasse vom Radlinger. Staller liest konzentriert in einem Taschenbuch. Darauf steht Schnellkurs Russisch. Ich kapier es nicht, Hansi. Was jetzt genau? Dass du die da herbestellst. Ja, am Revier ist doch viel zu unpersönlich. Allein die Uniformen, die ist ja schon offiziell genug. Barbara kommt. So, und wie geht's mit den Hosen? Den Hasen geht's super, voll im Team integriert, intelligenzmäßig mit dem Riedel fast schon auf einer Stufe. Frauens erste Verhörung Sascha absolviert. Ja, die kriegen jetzt Uniformen. Bei den Mützen gibt's ein bisschen Schwierigkeiten, aber der Schneider meint, der bringt's hin. Das sagt sie mir verarschen, kann ich mich selber. Wollt nur wissen, ob's gut im Futter stingen. Sie nimmt zwei Teller vom Tisch und geht wieder in die Bäckerei zurück. So, Hans, wo bleibt sie jetzt? Okay. 4 Minuten drüber. Das ist doch jetzt echt kleinlich. Ich kapier's trotzdem nicht, warum du die da herbestellst. Hallo. Lächelnd steht Staller auf. Ich freue mich schon sehr auf unsere gemeinsame Projekte. Hallo. Ich habe nämlich die Katja gefragt, ob sie nicht vielleicht für die Polizei arbeiten will. Ah, cool. Als Übersetzerin. Übersetzerin, so. Simultan. Ja, weil die Polizei muss ja attraktiver werden. Also, jetzt die Polizei im Allgemeinen. Jetzt gerade für russische Mitbürger. So, grüß Gott. Was darf ich die junge Dame bringen? Einen Latte Macchiato, bitte. Warum habe ich das gewusst? Stallers Lächeln verschwindet. Gut, also jetzt habe ich doch noch eine Frage. Kommt Ihnen das zufällig bekannt vor? Er zeigt das Tütchen. Wo haben Sie das her?
und das ist meines. Habe ich hier abgemacht und meinem Freund geschenkt an schwarze Kette, damit er immer bei sich trägt, mein Herz. Ja. Wann war das? Vor 3 Tagen. Genau einen Monat, nachdem wir haben uns kennengelernt. Warum? Ja, weil wir das Kette blöderweise direkt neben dem toten Herrn Flachsbichler gefunden haben. Ah, dann ist doch nicht meines. Außerdem habe ich gekauft an Fußgängerzone in München. Gibt bestimmt 1000 Mal. Mindestens. Gut, dann bräuchte man jetzt den vollen Namen von Ihrem Freund und vielleicht die Handynummer. Warum? Ja, weil wir von der Polizei sind, bitte. Er legt sein Handy vor sie. Frieda. Wie Frieda in Krieg und Friede. Nur mit R am Ende. Tonda. T-O-N-D-A. 0174-2674-320. Mhm. Und wünsche dabei sind vielleicht noch die Adresse dazu. Leusachweg 4, glaube ich. Vielen Dank. Ja, jetzt müssten wir ihr Alibi überprüfen. Dann müssten sie mit uns mitgehen. Die drei stehen auf. Barbara bringt den Latte Macchiato. Ja, und was ist denn jetzt mit meinem Latte? Katja steigt in den Fond des Streifenwagens. Barbara setzt sich. Gut. Trinke ich eben selber. Zipfix. Staller eilt zum Tisch, nimmt das Buch und hält es kurz hoch. Ist wie nicht hier. Das Trobi. Sie hebt prostend das Glas und trinkt mit geschlossenen Augen. Staller spurte zum Streifenwagen zurück. Auf einer Anhöhe stoppt das Auto in der Nähe eines Ortsausgangsschildes. So, Endstation, aussteigen. Leusachweg 4. Ich weiß es, Hans. Er hat Katja die Tür geöffnet. Sie steigt aus. Staller kommt zu ihr. Hubert geht vorne am Wagen vorbei und setzt sich ans Steuer. Er fährt in einem Bogen um die beiden herum zurück in die Straße, aus der sie gekommen sind. Ja, Kavalier ist ja keiner, aber sind bloß 10 Minuten darunter. Er geht los. Katja zieht ihre Schuhe aus und läuft Staller hinterher. Es regnet. Der Streifenwagen hält neben einem Abstellgleis mit Güterwaggons. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Leusachweg 4. Da ist nix. Scheiß Navi. Ja? Ja, also die Handynummer, die Sie mir gegeben haben, die ist nicht vergeben. Also gibt's nicht. Ja, das trifft sich gut bei dir. Die Adresse, die gibt's auch nicht. Also hier wohnt bestimmt keiner. Du, was ist mit dem Namen? Auch nicht. Also zumindest nicht in Bayern. Okay. Du, sag einmal, ist die Katja, ist die noch da bei euch? Ja, ich denke schon. Also gegangen ist auf jeden Fall keiner. Aber ich kann ja mal kurz nachgucken. Bleiben Sie mal dran. Im Dienstzimmer. Straß Dwutje. Grüß Gott. Spasiba. Danke sehr. Paschalster, bitte sehr. Wo ist sie hin? Ja, die ist sich gerade einmal frisch machen. Die hat uns angelogen. Hubert steht im Nirgendwo. Okay, die hat ein Alibi. Die war bis spät in der Nacht beim Italiener. Mindestens 11 Zeugen. Hupsi? Ja. Du, pass auf, es gibt weder den Namen noch die Adresse. Die hat uns einmal komplett verarscht. Was? Ja, schau halt. Er rennt in den Gang. Hansi! Was ist denn los bei euch? Vor dem Damenklo. Moment, für Damen. Lena öffnet die Tür. Katja, sie hält ihr Handy, schaut ertappt. Funkloch. Sie blickt auf Katjas Handy. Entschuldigung, ich. Schatzi. Upsi, wir haben jetzt die Nummer. Die Lena ortet das gleich. Bleib mal dran. Herr Hubert, mir tut so leid, das habe ich Kollege angelogen. Aber habe ich solche Angst gehabt um meine Schatzi? Meinen Sie, er war wirklich? Ich weiß es nicht. Der Kollege findet's gerade raus. Einfach die falsche Nummer geben. Katjas Lippen beben. Im Vorraum Lena am Computer. So, jetzt habe ich ihn gleich. Er. Okay, das sieht so aus, als wäre er an dem Hochstand, an dem die Leiche gefunden wurde. Okay, interessant. Er legt auf. Hallo? Hubert fährt los. Im Vorraum sieht Lena auf ihr Handy, runzelt die Stirn und legt es beiseite. Die Sonne scheint. Vor dem Hochstand streift Frieda im Gehen mit einem Schuh durchs Gras. Sein Blick ist auf den Boden gerichtet. Hubert kommt langsam heran. Er hält das Lederband mit dem halben Herz. Suchen Sie jetzt zufällig das da? Was ist das? Ihr gebrochenes Herz von Ihrer Freundin. Ich habe gedacht, Sie suchen es vielleicht, um Sie zu entlasten. Tut mir leid, ich verstehe kein Wort. Wovon entlasten? Ja, wir haben Ihre Freundin verhaftet. Mordverdacht. Die Katja? Mhm. Sie hat das Kettel direkt da.
am Tatort verloren. Entschuldigung? Er nimmt sein Handy. Aber das muss mit dem Staatsanwalt klären. Und sieht darauf. Ich weiß. Was waren Sie? Ja, das mit dem Flachsbichler, ich war's. Sie haben den umgebracht? Nein, das war ein Versehen. Das war Notwehr. Das müssen Sie mir genauer erklären. Auf jeden Fall sind Sie mal verhaftet. Frieda senkt den Blick. Hubert führt ihn ab. Im Vorraum. Lena schaut aufs Handy. Riedel kommt ins Revier und geht zu Lena. Sein Hemd und seine Haare sind verschwitzt. Der Hemdkragen ist geöffnet. Hast du was von Hubert gehört? Nein. Sie hebt den Blick. Wie siehst du denn aus? Warum bist du so verschwitzt? Lauf du mal 10 Kilometer Querfeld ein. Ja, der hat mich auf jeden Fall weggedrückt und jetzt geht er nicht mehr ran. Und der ist doch allein auf diesem Hochstand und vielleicht ist ihm was passiert. Ja, dann schreib ihm halt da SMS. Zieh mich um. Er geht. Lena presst die Lippen zusammen und tippt auf das Handy in ihren Händen. Ja, also über die Katja, da habe ich erfahren, was der für ein irres Projekt plant. Ja, auf dem südlichen Grundstück von seinem Nachbar. Und ich bin ja recht aktiv im Vogelschutz. Da habe ich mir das mal angeschaut, das Grundstück. Da habe ich festgestellt, dass da der Wiesenpieper brütet. Sagt Ihnen das was? Der Wiesenpieper, ja, mittlerweile sagt er mal was. Ja, für den ist es eine Katastrophe, wenn ihm einfach so die Lebensgrundlage entzogen wird. Haben Sie lieber dem Flachsbichler die Lebensgrundlage entzogen? Nein, ich wollte wissen, was er sich denkt dabei. Deswegen bin ich dann auch zu ihm gefahren am Abend. Aber als ich da ankomme, ist er mit seinem Nachbarn ins Auto gestiegen, mit Gewehren. Ach so, mit dem Sonninger, oder? Ja, keine Ahnung, wie der Typ heißt. Jedenfalls bin ich den beiden gefolgt und hab denen so ein bisschen zugeschaut beim Hasenabknallen. Aber irgendwann mal hat's mir gereicht und dann bin ich halt hoch zum Hochstand. Ja, und dann haben sie ihn umgebracht. Der Typ, der ist vollkommen ausgeflippt, der hat mich bedroht mit seinem Gewehr. Dann ging alles ganz schnell und irgendwie ist der Gewehrkolben an seinen Schädel und war hinüber. Aha. Und bevor sie abgehauen sind, da haben sie noch so ein bisschen hergerichtet, oder? Ich dachte, das könnte halt aussehen wie ein Herzinfarkt oder so. Könnte sein. Er gibt Frieda das Lederband mit dem halben Herz. Das hat mir die Katja geschenkt. Muss ich ja verloren haben. Vor dem Revier der Chef mit Käfig. So. Jetzt geht's wieder ab in die Freiheit. Er schiebt ihn in den Kofferraum seines Autos und bückt sich zum nächsten Käfig. Wieder Kräuter fressen. Er lädt ihn ein. Und Paus auf. Wieder bückt er sich. Girwitz hält abrupt inne. Im Streifenwagen. Was ist denn jetzt mit der Katja? Also, ich nehme mal an, der geht's gut. Frieda sitzt im Fond. Das heißt, Sie haben sie gar nicht festgenommen. Sie haben mich verarscht. Also, wenn man es genau nimmt, ja. Frieda packt Huberts Waffe und richtet sie auf den Polizisten. Im Dienstzimmer. Spasiba. Spasiba. Спасибо. Молодец. Пожалуйста. Пожалуйста. Lena am Tresen. Der Hubert geht nicht an sein Handy und ich mache mir mega Sorgen. Ja, der geht öfter nicht hin oder er hört's nicht. Nein, der hat mich jetzt schon zweimal weggedrückt und antwortet nicht auf meine SMS. Ja. Kurz blickt er in sein Russischbuch. Der ist doch alleine mit dem Frieda auf dem Hochstand. Was? Du musst ja wieder ein Cowboy spielen. Darf ich mitkommen? Nein. Sie bleiben hier. Ja, du passt auf, dass die nicht wieder. Sie bleibt bloß ein bisschen bei Ihnen. Ach du Scheiße. Was? Der Hupsi ist mit dem Streifenwagen weg. Scheiße. Der Girwitz ist auf dem Parkplatz und verliert die Hasen. Staller stürmt an Lena vorbei. Die hebt den Zeigefinger. Ich bin gleich wieder da. Auf dem Parkplatz steht der Chef leicht vornübergebeugt mit einem Käfig. Oh. Stopp, stopp! Herr Girwitz, wir brauchen Ihr Auto. Was? Wir brauchen Ihr Auto. Autoschlüssel bitte. Ich hab bitte gesagt. Hubert ist in Gefahr. Hosentasche. Von Winter. Lena schaut fragend, dann nimmt sie den Käfig. Oder so. Ja. Hier. Danke. Lena verlädt den Käfig. Aber nicht auf Hochstand rauslassen. Alles okay? Ich bleib noch ein bisschen. Schönes Wetter gerade. Danke. Okay. Sie geht. Im Streifenwagen. Und? Wie geht's jetzt? Ruhe, ja? Ich denk nach. Okay. Er hat beide Hände ans Lenkrad gelegt. Ich bin mir nicht sicher, ob. Können Sie jetzt mal bitte still sein, ja?
Ja? Gut. So, Sie rufen jetzt die Kollegen an. Und die bringen mir die Katja und dann lassen sie uns laufen. Und dann? Er dreht den Kopf zur Seite und fixiert Frieda. Dessen Mund steht offen. Ja, dann. Langsam nimmt Hubert die rechte Hand vom Steuer und winkelt die Handfläche nach hinten ab. Frieda sieht darauf, schließt die Augen und legt die Pistole hinein. Huberts Schultern senken sich. Girwitz SUV nähert sich von hinten und hält. Staller springt heraus und zückt seine Waffe. Halt dein Handy auf, Polizei! Hubert steigt aus. Hansi, langsam. Es ist alles okay. Meine Plus. Beide Polizisten stecken ihre Pistolen in die Holster. Im Streifenwagen lässt Frieda das halbe Herz am Lederband baumeln und sieht es nachdenklich an. Auf der Wiese neben den Autos steht Staller hinter zwei Transportkäfigen. Hubert nimmt einen mit Reißverschluss aus dem Kofferraum von Girwitz' Wagen und stellt ihn zwischen den anderen auf den Boden. Meinst du, dass er eine Chance hat mit seiner Notwehrgeschichte? Ja, wenn er einen tierlieben Richter kriegt, auf festgebundene Hasen schießen. So. Ab in die Freiheit, Burschen. Nur ein Hase hoppelt heraus. Was? Der ist nur beim Fressen. Ja, er ist besser. Und er auch. Was machen wir jetzt? Ja, abwarten. Das war Hubert und Staller. Weit gerecht. Von 2018. In weiteren Rollen Paul Sedlmayr als Riedel, Clara Deutschmann als Lena, Maya Haddad als Katja, Andreas Borcherding als Sonninger, Jonathan Beck als Frieda. Drehbuch Konstantin Rösemann, Regie Anna-Katharina Meyer.